Schon der Nobelpreisträger Johann Deisenhofer wusste, Gene allein sind machtlos. Das Leben entsteht durch Proteine. Und er hatte recht. Proteine sind wesentliche Bestandteile jeder einzelnen Zelle und bilden den größten Teil ihrer Trockenmasse. Diese Makromoleküle stellen die Grundvoraussetzung für das Leben auf der Erde dar. Proteine können zum Beispiel als Hormone wirken. Ein sehr bekanntes etwa ist Insulin, das für die Steuerung des Glukosestoffwechsels verantwortlich ist. Als Enzyme katalysieren sie biochemische Reaktionen, wie etwa die Laktase, die Spaltung des Zuckers Laktose, oder sie dienen als Transportmittel, so zum Beispiel Hämoglobin. Häufig findet man Proteine auch als eingebettete Bestandteile biologischer Membranen. Sie sind an der zellulären Kommunikation beteiligt und schützen uns außerdem in Form von Antikörpern. Zudem helfen sie der Zelle, ihre Struktur aufrechtzuerhalten. Alle exprimierten Proteine einer Zelle, eines Gewebes oder eines Organismus bezeichnet man als Proteom. Der schwedische Chemiker Jöns Jakob Berzelius gab in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts diesen Makromolekülen ihren Namen. Dieser leitet sich aus dem griechischen Wort Proteos ab, das so viel bedeutet wie vorstehend oder anführend. Obwohl Proteine aufgrund ihrer mannigfaltigen Funktionen Alleskönner sind, wie der Biochemiker Francis Crick einmal sagte, ist jedes Protein aufgrund seiner chemischen Struktur unter Tausenden anderer einzigartig. Ein Protein setzt sich aus einer bestimmten Anzahl verschiedener Aminosäuren zusammen. Einige Proteine bestehen nur aus 50 bis 100 Säuren, andere enthalten Hunderte oder sogar Tausende. Die Aminosäuresequenz der Proteine wird durch die Desoxyribonukleinsäure kodiert. Daraus ergibt sich die Grundlage für das zentrale Dogma der Molekularbiologie. DNA führt zu RNA, führt zu Proteinen. Über eine Aminogruppe und eine Carboxylgruppe, die allen Aminosäuren gemein ist, können jeweils zwei eine sehr starke chemische Bindung eingehen, welche die Grundlage für jedes Protein bildet, die sogenannte Peptidbindung. Durch diese chemische Reaktion können Aminosäuren lange Ketten bilden, einer Halskette ähnlich. In lebenden Zellen wird dieser Vorgang der Proteinsynthese als Translation bezeichnet. Sie findet in kleinen, granulären Komponenten innerhalb des Zytosols statt, den Ribosomen. Die Aminosäureabfolge eines Proteins nennt man Primärstruktur. Sie bildet das Rückgrat des Proteins. Doch dies ist nur der Startpunkt. Um seine eigentliche Funktion innerhalb eines Organismus erfüllen zu können, muss jedes Protein sich in seine einzigartige dreidimensionale Struktur falten, bei der es sich in der intrazellulären Umgebung um die thermodynamisch stabilste Konformation der geringsten Energie handelt. Nachdem die Primärstruktur aufgebaut ist, faltet sich die Aminosäurenkette zunächst in ihre sogenannte Sekundärstruktur. Die häufigsten Beispiele für diese Strukturen sind als Alpha-Helix und Beta-Faltblatt bekannt. Sie werden durch nicht-kovalente Wasserstoffbrücken stabilisiert. Doch die schrittweise Produktion eines Proteins geht noch weiter. Da jede Aminosäure über charakteristische Seitenketten verfügt, kommt es zu einem elektrostatischen Zusammenspiel zwischen den Alpha-Helixes und den Beta-Faltblättern. Es bilden sich Schleifen. Zusätzlich entwickeln sich hydrophobe Wechselwirkungen, die schließlich zu der spezifischen dreidimensionalen Konformation eines Proteins führen. Die Kette wird gefaltet. Man nennt diesen nativen Zustand Tertiärstruktur. Sie wird durch Salzbrücken und Disulfidbindungen stabilisiert. Das erste Protein, dessen dreidimensionale Struktur bestimmt wurde, war Myoglobin, der Träger des Sauerstoffs in den Muskelzellen. John Kendrew konnte 1958 mithilfe der Röntgenkristallographie die Struktur des Myoglobins aufklären. 1962 erhielt er für diese Arbeit einen Nobelpreis. Eine weitere Strukturform von Proteinen ist die Quartärstruktur. Sie entsteht, indem mehrere Proteinuntereinheiten sich zu einem großen Komplex zusammenlagern. Auf dem Gebiet der Proteinforschung wurden in den vergangenen Jahrzehnten große Fortschritte erzielt. Heutzutage ist die computergestützte Modellierung eine häufig verwendete Methode, um die dreidimensionale Struktur von Proteinen vorherzusagen. Denn häufig ist es nahezu unmöglich, größere Mengen nativen Proteins in vitro herzustellen. Die Computermodellierung basiert auf der Sequenzanalyse und dem Vergleich bereits gut charakterisierter, phylogenetisch ähnlicher Proteine. Diese Technik erlaubt die Simulation der räumlichen Struktur eines Proteins. Letztlich aber kann die Simulation am Computer nur eine theoretische Vorhersage über die Struktur eines nativen Proteins liefern. Modeling
Und die Erstellung von Modellen ist mit Sicherheit noch nicht genau genug, um die Chemie zu erklären. Selbst wenn es also möglich ist, ein auf Homologie basierendes Modell eines Proteins zu erstellen, gelingt es uns bislang noch nicht, nahe genug an die reale Struktur heranzukommen, um die Chemie, sagen wir, eine Enzymreaktion zu erklären. Jeden Tag korrespondieren Wissenschaftler rund um den Globus miteinander und tauschen ihre neuesten Ergebnisse über eine weltweite Datenbank namens Protein Data Bank aus. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können Strukturinformationen von etwa 91.000 Proteinen über diese Plattform gefunden werden. Dennoch bleibt es ein großes Geheimnis, wie ein Protein seine native Konformation innerhalb von weniger als einer Sekunde findet, während es Milliarden von Jahren dauern würde, alle theoretisch möglichen Konformationen durchzutesten. Selbst heute ist die Wissenschaft nicht in der Lage, die native dreidimensionale Struktur eines Proteins allein auf der Grundlage seiner Aminosäurensequenz exakt vorherzusagen. Das ganze Problem erreichte den Punkt, an dem es wichtig wurde, zu entscheiden. Warum ereignete sich das? Es war offensichtlich ein thermodynamischer Vorgang und lief immer auf die gleiche Weise ab. Warum war das so? Was konnte man aus der Struktur eines Proteins ableiten? Aus der Polypeptidsequenz und so weiter? Das etwas über den Mechanismus aussagen würde, durch den diese Faltung zustande kam. Und dies ist nach wie vor ein von sehr vielen bearbeitetes Problem. Die Situation verkompliziert sich noch weiter, da Proteine im Anschluss an die Translation verschiedene Arten von Modifikationen durchlaufen, nachdem sie das Ribosom verlassen haben. Diese sind für die interzelluläre Regulation unerlässlich. So ist etwa ein Drittel der vielen tausend Proteine, die in einer durchschnittlichen Säugetierzelle aktiv sind, phosphoryliert. Das heißt, ihnen wird zur interzellulären Kommunikation eine Phosphatgruppe angehängt. Auf diese Weise können Proteine als Bestandteile von Signalkaskaden an- und ausgeschaltet werden. Es existieren jedoch noch weitere Regulationsmechanismen, die ein Protein nicht immer aktivieren, sondern manchmal auch dessen Tod einleiten. Lange Zeit ging die Wissenschaft davon aus, dass Polypeptidketten äußerst stabil seien und über eine Lebensdauer verfügten, die unserer gleicht. Bis der Biochemiker Rudolf Schönheimer im Jahr 1941 den Vorschlag machte, Proteine als dynamische Strukturen zu betrachten. Es dauerte einige Jahrzehnte, bis seine Theorie von Aaron Cichanova und Afram Hershko bestätigt werden konnte. Sie entdeckten das Ubiquitin-Proteasom-System als den wichtigsten Stoffwechselweg zum Abbau der Proteine im Zytosol von Eukaryoten. Zusammen mit Irvin Rose erhielt das Duo für seine Entdeckung im Jahre 2004 den Nobelpreis für Chemie. In einer Enzymkaskade wird eine Polyubiquitinkette einem fehlerhaft gefalteten, nicht mehr benötigten oder fremden Protein angehängt. Nachdem es auf diese Weise markiert wurde, wird das Protein von einem Proteasom erkannt. Dabei handelt es sich um einen im Zytosol gehäuft auftretenden zylindrischen Proteinkomplex. Im Inneren des Proteasoms werden mit Ubiquitin markierte Proteine zu Peptiden abgebaut, die dann zu einzelnen Aminosäureketten weiter degradiert werden können. Diese Mechanismen sind für das Leben unerlässlich, da der Proteinabbau für Zellprozesse, wie etwa die Zellteilung oder die Genexpression, essentiell ist und auch als Qualitätskontrolle fungiert. Man kann daher auch sagen, Leben gibt es nicht ohne den Tod. Das gilt selbst für Proteine.